So, hallo, wir machen weiter bei den Veränderungen von Infernum. Ja, Villa Deserta liegt jetzt vor uns, was ein Puzzle-Level ist, war, und da hat sich auch scheinbar was verändert. Ja, die erste Hälfte wurde neu gebaut. Okay, das ist nicht gut. Das Gimmick ist das gleiche, aber die erste Hälfte ist halt neu. Na, dann schauen wir mal, ob ich hier durchkomme. Also was eigentlich nicht schade, wobei vielleicht kann es am Ende doch schaden. Aber okay, ich habe aktuell überhaupt keine Möglichkeit. Ich kann nur hier hoch. Ich kann halt den Typen da losschicken. Ich kann mich hier aber erstmal ein bisschen umgucken. Okay, jetzt ist vorbei. Das ist doch schon mal gut. So. Ich glaube, es bringt nicht viel, die Shell darüber zu schicken, aber ich kann mir schon mal angucken, was da los ist. Okay, das war spannend. Gut, kann ich die Shell woanders hinschicken, ist die Frage. Und dann ist die Antwort eigentlich erstmal nein. Kommen wir wahrscheinlich auch nur Notenblöcke raus. Dann läuft er da rüber, aber das nützt mir nichts. Okay. Dann muss ich trotzdem erstmal hier hochgucken. Okay, kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon hänge. Okay, ich muss wieder mein Puzzle-Gedächtnis hier einschalten. Ja, das Schlimme ist, ich darf hier nichts sagen, sonst gebe ich wieder ganz latente Tipps und das wollen wir ja nicht. Du darfst ganz viel sagen. Nein, das möchte ich nicht. Ich meine, ich probiere jetzt einfach mal. Hat gut funktioniert. Ach so, warte mal, kann ich den neu? Nee. Ich meine, jetzt ist es da drüben so, aber ich weiß nicht, was mir das bringt. So, erstmal bringt mir das nichts. Nehmen wir an, dass es schon einen Grund haben muss, dass das hier Notenblöcke sind. Aber, also damit. Höchstwahrscheinlich bekommst du eines Tages einen P-Switch und damit du nicht da oben rankommst. Wie komme ich an die. Ich muss irgendwie an diese Shell als erstes rankommen. Ich kann hier nichts tun. Aber wie komme ich an die Shell ran? Der lädt ja immer auf dieser Plattform so. Ich krieg den jetzt nicht irgendwie anders geladen. Dass der plötzlich hier drüben ist oder so ein Quatsch. Wie waren das? Waren jetzt Glitches in deinem Hack erlaubt? Nee, ne? Also Glitches an sich nein, aber du musst etwas respawnen. Ja. Ah, verstanden. Verstanden. Die Shell muss weg, er muss rüberlaufen und dann ist er auf der anderen Seite, wenn die Shell wieder kommt und dann schickt er die Shell nach da. Das muss ich allerdings machen, während ich unten bin, weil wenn ich hier oben bin, nützt mir das auch nichts. Okay, wie kriege ich das hin? Ich meine, so verschwindet die Shell wahrscheinlich. Nee, wann verschwindet. Ach so! Warte, naja, sehr gut. Er kann wahrscheinlich nach hinten laufen, ohne dass die Shell im Bild ist. Ach so, nee, er kann ja die Shell trotzdem wegkicken. Und die Shell kann ja wiederkommen und er ist aber dahin. Geht das? Irgendwie so? Wilde Theorien hier? Es geht, aber du hattest noch einen Denkfehler wahrscheinlich. Muss ja irgendwie. Ja, okay. Muss einfach weiter nach hinten, aber dann auch so, dass er noch am Leben ist. Ja. Ja, einen Denkfehler hast du, aber egal. Nee, da ist sie scheinbar schon noch aktiv.
Darf ich mit Scrolling arbeiten oder muss ich Was sogar? Darfst du? Das, die Frage war nicht, darf es oder muss ich? Müssen nicht, aber du. Weil ich glaube, du musst sogar. Naja, hast du es mit Scrolling oder hast du es ohne Scrolling gelöst? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht auswendig. Ja, gut. Achso, jetzt muss erstmal die da drüben weg. Jetzt müsste das funktionieren. Ja, okay. Nein, das ist vielleicht nicht so gut. Ich würde den mal lieber am Leben lassen, dass die Shell wiederkommt irgendwann. So. Das hier sind wahrscheinlich nur Blöcke, okay. Aber die kann ich ja schon mal aufmachen. Dass die später durch einen P-Switch vielleicht geöffnet werden. Gut, jetzt kann ich hier hoch. Das hier bringt mir wahrscheinlich nichts. Genau. Außer man scrollt vielleicht. Oh. Okay, ja, vielleicht hilft es mir, ein Yoshi zu erstellen. Ich weiß ich noch nicht. Was haben wir hier? Eine grüne Shell. Das ist eine super Richtung. Da ist jetzt mein P-Switch. So, du kommst mal her. Jetzt ist aber die goldene Frage. Was bringt mir das alles? Ach, da unten geht's, läuft das Ding weiter. Oh. Jetzt nicht mehr. Stopp! Stopp! Auf! Schluss! Also wenn man Shell Jumps in 2022 nicht schafft, ist das ja so eine Schaffe, so eine Sache. Aber nicht mal auf die Shell springen zu können, das, naja. Ja, das ist ja hier alles ein bisschen dynamisch. Muss gut getimed sein, damit er nicht noch den Koopa mitnimmt. So. Ich überlege gerade. Theoretisch könnte ich dir den Rückweg hier in der Mitte wegnehmen und dass du oben beim blauen Koopa rum musst. Mir scheint, dass das hier gerade nicht so zielführend gewesen ist. Aber vielleicht sollte ich mir überlegen, ob der Ansatz auch klappt, wenn Conan dann das Level richtig spielt. Ich würde das erstmal gerne im Laufe des P-Switches auch mal hier aufmachen. Zu gucken. Ach, jetzt komme ich hier unten hin. Gott, doch, Gott. P-Switch verdoppeln ist Glitch, ne? Darf ich nicht. Ja, du kannst dir gerne ein paar Fische machen, wenn du meinst, dass dir das was bringt. Ah, nee. What die übrigens Podobos in dem Heck hier sind und keine Fische. Okay. Sehr interessant. So, also irgendwie muss ich... Das liegt an SR1 wahrscheinlich. Irgendwie muss ich da unten hinkommen und da... Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Turbo-Knopf aktivieren und dann... Die Tür sehe ich ja jetzt erst. Also, ist es gedacht, mit Yoshi da von unten reinzufliegen? Ja. Also brauche ich irgendwoher eine blaue Shell. Die es nicht gibt, aber ja. Ah ja, nur halt eine Disco. Ja, ja, Disco geht immer. Okay. Wenn die hier zu einer Disco wird, hätte ich gewonnen. Also und Yoshi gleichzeitig da unten ist. Weil dann schnappe ich mir die und fliege in die Tür. Okay. Das klingt in der Theorie nach einem guten Plan. Okay, gut. So, dann fangen wir nochmal an.
So, also der Anfang muss passen. Ihr Aufmachen muss auch sinnvoll sein. So. Dann kann ich auch nur hier hoch und kann auch erstmal nur den Yoshi auslösen. Soweit muss das auch passen. Dass da ein grüner Koopa rumläuft, hat sicherlich noch irgendeine Bedeutung. Die mir noch nicht klar ist, aber es macht nichts. Sehe ich noch irgendwas, was da weiter drüben ist? Nee, okay. So, sobald ich den da unten auslöse, läuft mein Timer. Weil ab da bewegt sich etwas, was ich nicht mehr stoppen darf. Beziehungsweise nur durch Notenblöcke. Ach so, ich muss den Notenblock da unten mit einer Koopa wahrscheinlich auslösen. Dass der hochgeschossen wird oder so. Ah, das muss genau andersrum laufen. Ja gut, also jetzt erstmal... Wenn ich den als erstes hier runter schicke, ist es schlecht, weil weg und ich krieg den nicht mehr. Okay, gut. Ob der ausgelöst ist oder nicht, ist egal, weil ich den mit dem P-Switch auslösen kann. Oh, ich darf den zu... Verstanden. Das ist gut, dass der noch nicht ausgelöst ist. Das war jetzt Zufall, richtig. Aber das ist gut. Okay, das ergibt jetzt schon alles viel mehr Sinn. Das, ja, das kann auch passieren, wenn du doof die Shell kickst. Alles deine Schuld, du hast nämlich doof gekickt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber du hast doof gekickt. Richtig. Na, wahrscheinlich, weil ich mich dabei bewegt habe oder so. So. Jetzt habe ich den hier nämlich unter ganz anderer Kontrolle. Kann den jetzt da reinschicken. Und dann schickt er den jetzt irgendwann da hoch. Jetzt löse ich noch hier die Dinge auf. Jetzt muss der. Du stehst übrigens falsch. In die richtige Richtung. Okay, er ist. In die richtige Richtung laufen. Ja, und dann mach da mal eine Disco draus. Ah, shit, das ist noch keine Disco. Ja, wenn ich glitschen dürfte, wüsste ich, wie ich den Disco draus machen. Aber das darf ich nicht. Ja, aber es sieht trotzdem gut aus. Ich meine, ich habe da oben ja noch einen grünen, der wird schon noch irgendeine Bedeutung haben. Oh! Der wird seine Bedeutung recht bald zeigen. Ja, da haben wir es ja schon. Dann haben wir es ja schon. Weil dann hole ich mir jetzt den hier rüber, habe hier eine gelbe Shell. Ja, jetzt muss der Typ nur noch runterkommen. Ist jetzt nicht das große Problem. Vielleicht die Shell so hinlegen, dass er auch reinläuft, genau. Alter, das war jetzt Quatsch. Nee, nicht essen, nicht kaputt. Okay. Ich habe wieder beste Voraussetzungen geschaffen. Ein bisschen schlecht koordiniert, aber das macht nichts. So. Was ist da oben eigentlich? Aha. Das hätten wir in der P-Switch-Zeit noch machen müssen. Und damit hast du die erste Hälfte gelöst, wie geplant. Und die sieht jetzt aber sehr identisch aus. Die sieht sehr identisch aus, außer dass am Ende zwei Blöcke ausgetauscht wurden. Aber ich muss es nicht nochmal spielen. Nein. Gut. Das wollte ich hören. Jetzt würde mich nur interessieren, muss man viel anders machen, dass das innerhalb der P-Switch... Ach so, nee, den P-Switch löse ich ja hier aus. Das war jetzt ja einfach... Ja, okay, okay. Du hast halt einfach ein bisschen blöd gespielt, ja, mit der gelben Shell. Verstanden, aber das ist kein großes Puzzle mehr, da jetzt hochzukommen. Okay. Gut, dann haben wir das ja schon. Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch dieses Level hier, als was viel verändert wurde. Übrigens, als Info für dich, diese Version geht auch an einen Streamer raus, deswegen wundere dich nicht über diese komischen Textblöcke, die hier am Anfang stehen. Dann ist dieser Streamer wohl Cartoon. Korrekt. Okay. Welcher das Level leider nicht so wirklich, ja, wertschätzen konnte, weswegen ich eben die zweite Hälfte nochmal überarbeitet habe. Na, das verstehe ich ja gar nicht. War es ihm nicht trollig genug? Gott, wie war denn das alles hier? Ja, das war schon scheiße, ne? Genau. Konnte ich hier sein? Ja.
Das heißt, ich muss jetzt erstmal den Dings wieder auslösen. Genau, und ab dem Midway spielst du dann ohne Saves. Ich habe die Trollräume tatsächlich auch angepasst, dass man nur 99 Sekunden warten muss und keine 999. Oh man. Oh Gott. Und du kannst einmal die Musik hören, die ich extra für dich jetzt eingebaut habe. Oh je. Ganz wie du es dir gewünscht hast. Oh, ich bin ja auch schon an meinem Level angekommen. Ja, nicht wahr? Eieiei. So, eieiei, ich höre. Den Port hattest du dir ja gewünscht. Das kann gut sein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ja, das ist gut möglich. Das war damals noch ein ziemlicher Hype. Ich komme da nicht rein. Damals, aber der ist auch gut 2021. Gemacht, ja. Oh mein Gott. Okay. Tschüss. Allerdings, ja, also der Port ist echt gut gemacht. Da bleibe ich dabei. Der ist sehr schön. Ist natürlich ein Qualitätsport von Vakana. Ja, richtig. So. Ach ja, hier, doch. Okay, ich muss in die Röhre. Gut. Wie machen wir das jetzt hier am blödsten? Die zweite Hälfte war dem lieben Cartoon leider etwas zu verwirrend, weswegen ich Dinge eingefügt habe, die es etwas weniger verwirrend gestalten sollten. Ach ja, die musste er ja, glaube ich, sogar auslösen. Die helfen mir, ja? Aber wenn ich jetzt hier lande, ich glaube... Ah! Nein! Das wäre gut gewesen. Wir können ja warten. Gibt ja bessere Gelegenheiten. Das da ist eine bessere Gelegenheit. Eine viel bessere Gelegenheit. Ah! Könnte hinhauen. Yes. So. Ja. Ich gehe hier rein. So. Ah, das war schlecht. Ja, das war schlecht. Gott, wie ging das noch gleich hier? Ah. Der Raum wurde auch verändert. Ah, das ist jetzt ja gar nicht mehr schlimm mit 99 Sekunden. Nein! Vielleicht setze ich das auch wieder hoch. Ich weiß es noch. Also hier wäre es ja fast eine... Könnten wir ja fast eine Challenge draus machen, ist innerhalb von 99... Nein, okay. Schafft man schon. So. Okay, aber was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Wo muss... Ich bin wieder verloren. Warte, konnte ich durch den Raum zurück eigentlich? Nein. Nee, okay. Das. Gut, dann bleibt das ein Trollraum. Aber was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Was konnte. Ach, warte. Kann ich nicht da oben in die Röhre auch noch rein? Ah, super. Das ist jetzt aber der Raum, wo der Chuck nicht runterfällt. Dann ist das der gleiche Raum von gerade. Ja, okay. Aber dann würde man da im Kreis laufen. Das ist wirklich der gleiche. Kann man im gleichen Raum wieder rauskommen? Ja, kann man. Ah, dann tut man das hier offenbar. Ja, okay.
Ja, dann habe ich damit nichts gewonnen. Richtig. Okay, Also irgendwas muss ich in dem Raum anders machen. Ich brauche irgendwie einen... Irgendwoher brauche ich einen P-Switch. Da oben war ein P-Switch drin. Ich sehe den Block jetzt wieder. Da oben war der P-Switch. Muss ich dann wieder hochkommen? Dafür musste ich die Viecher irgendwie anders dingsen. Ja, so nämlich. So. Und jetzt kann ich nämlich durch die Röhre wieder zurück. Ich weiß gar nicht, inwiefern du die ganzen Trollräume hier schon kennst, aber ich glaube, die meisten waren schon drin. Glaube, ich kenne sie alle, aber ja. Na, wie war das jetzt? Hier ist man irgendwie runtergefallen, ne? Genau. Wenn der P-Switch jetzt ausläuft... Dann musst du immerhin keine Brücke mehr bauen an dieser Stelle. Das war vorher auch notwendig. Wo geht's jetzt hin? Ah, das war falsch. Und der Raum wurde etwas vereinfacht, insofern du mehr Fläche hast, Running Speed aufzubauen. Denn den brauchst du hier, wenn du das Leben erwischen willst. Stimmt, da waren weniger. Ich glaube, es waren immer Vierereien oder so. Ach, scheiße. Es war auf jeden Fall weniger Fläche zwischen den Dreiecken. Okay. Komm her! Okay. Das ging doch babellos. Du solltest fast dann die. Also, wenn du den Raum vereinfachst und gleichzeitig den Timer auf 99 Sekunden setzt, hast du es fast zu leicht gemacht, weil man schafft jetzt die Räume. Ja, ich glaube, ich setze den Timer. Dann kannst du die Leute eigentlich auch weiter leiden lassen, dass sie es wirklich schaffen müssen. Ja, ich setze den Timer wieder hoch. Weil, wenn ich das so kurz in so kurzer Zeit immer schaffe, dann ja. Hast du einfach nur unverschämtes Glück gehabt. Oder das. Achso, wir spulen mal zurück, dass wir den Pizza-Spieler haben. So, halt. Noch ein Stück weiter, genau. Ach, scheiße. Nein! Nein! Ja. So, wie war das jetzt? Hier konnte man rein. Der Teil ist ganz neu. Und da kommt jetzt ein Notenblock oder sowas. Ach, da ist eine Röhre. Okay, was muss ich hier tun? Ach, ich muss den Fisch killen, dass er anfängt, Dings zu machen. Ja, richtig. Der Timer wird definitiv hochgesetzt. Ja, Mutter, muss ich das mal schaffen. Weil da läuft eher noch der Timer aus, bis du den Fisch hier irgendwo getroffen hast. Gibt's doch nicht. Das ja, gibt's doch nicht. Diese Fische sind ganz besonders. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt wird's nicht mehr. Ich glaube, jetzt schaffe ich's nicht mehr. Nee. Es liegt im Bereich des Möglichen. Ja, aber. Wäre schon ein großer Zufall, den auch in dem Moment zu erwischen, wo der gerade auf so einem Block drauf ist. Ja, RIP. Ah, nee! Okay. Der muss einen ganz kurzen Moment nur auf diesen Blöcken irgendwie drauf sein. Das gibt's doch nicht! Du dummes Ding! Ich glaube, hier ist die 99 schon angebracht. Das erscheint mir nicht so leicht zu schaffen. Oh. Okay, wow. Und jetzt? Aber wieso sterbe ich eigentlich, wenn ich Yoshi habe? Was kann ich dann... Ach! Muss durch die Kugel sterben. Ja, alles gut.
Aber okay. Auch eine schöne Illusion, dass du denkst, du würdest sterben, weil du Yoshi hast. So, also hier kann ich scheinbar nichts tun. Oh, doch. Oh, schade. Kann man das? Ist das... Also ist das... Wahrscheinlich nicht, weil er halt weg ist. Lädt er auf je... Nein, er lädt nicht wieder rein. Ach, hier ist aber auch eine Röhre. Pech. Oh, aber vielleicht war das sogar richtig. Brücke bauen, keine Ahnung. Scheint sinnvoll. Au! Jetzt musst du aber schon hier wieder vom Midway anfangen. Das geht ja gar nicht. Wir gucken uns ja nur um. Okay, was muss ich hier tun? Ach so, einfach? Okay, was das heißt einfach, weiß ich nicht, ob einfach, aber... Ach du Schande. Da musst du sogenannte Regraps machen, dass du auf den Eisblöcken landest. Dann ist auch noch alles rutschig. Ja, und sobald man das macht, ist vorbei. Yo! Das ist insane. Nein! Okay, so. Okay. Jetzt halt einfach raus da. Einfach raus da. Kann ich das jetzt theoretisch über das Rutschen machen? Nein, über diesen Trick. Aber ich glaube, dann zieht es mich hoch, ne? Ich glaube auch. Selbst wenn ich da durchrutsche. Ja, okay. Also muss ich schon exakt da durchspringen. Oh, also das ist in 99 Sekunden, glaube ich, auch wieder zu nett. Weil man schafft es, denke ich, rauszufliegen nach einer Weile. Auch wenn es... Ich meine, es ist schon nervig, da immer wieder hinzuspringen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste da jedes Mal wieder durchgehen. Okay, aber es geht. Ja, ja. 17 Versuche waren das jetzt. Ja. Seit deinem Safe State. Wenn ich immer wieder zurückgehen müsste, puh. Weiß ich nicht. Okay. Ich nehme an, alle Röhren führen zum gleichen Spaß. Korrekt. Alle von diesen 8 Röhren. Ach, habe ich den schon getriggert? Okay. Du hast ja noch eine 9. Röhre. Aber ich nehme an, hier sind jetzt... Ja, hier sind jetzt natürlich Blöcke. Okay, ich muss hier rein. Ach, das ist auch der gleiche Quatsch. Na, viel Spaß. Nur, dass man da noch zusätzlich groß ist. Was aber keinen Unterschied macht effektiv. Okay. Also es scheint, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich komme an den Pilz nicht ran. Hi. Hallo Koopa. Der respawned ist. Was mir aber nichts bringt. Na, du stößt dir trotzdem den Kopf an den unsichtbaren Blöcken, wenn du da jetzt reinspringst, behaupte ich. Ja. Ach so. Ja. Die ja. Sind zu hoch. Schade. Nee, dann habe ich da wahrscheinlich keine Chance. Also nehme ich an, ich bin hier falsch. Also ganz zurück. Ach, das war ja auch die Röhre hier. Ich habe ja hier noch ganz viele Optionen. Ja, so viele Optionen hast du gar nicht. Irgendwann musste man hier doch sowieso runterfallen im Original. Irgendwas war doch hier unten. War da nur diese eine Höhe? Okay, scheinbar ja. Nein! Ah. Ja, und jetzt beendest du das Level, in dem du My Little Puzzles spielst. Das hatten wir schon mal, ne? Das hatten wir schon mal, dass das Level kam. Ja, aber ich glaube nicht, dass du das Level gespielt hast. Ja, nee. Das muss ich jetzt ja auch nicht.
Musst du das tatsächlich nicht? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass ich das muss. Ich denke mal, das ist auch wieder ein Trollraum. Aber wo kann ich denn dann noch hin? Weil ich glaube, ich musste es bis zu irgendeinem gewissen Punkt, musste ich es doch damals spielen. Oder irgendwie sowas war doch da. Irgend sowas war doch da. War das nicht, dass man es bis zu einem Punkt, bis zu der Tür oder so? Ja, stimmt. Damals war das Level anders aufgebaut. Das ist korrekt. Damals gab es eine unsichtbare Röhre. Jetzt hast du hier halt direkt die Tür, die dich in den... die dich ins Verderben führt. Okay. Oh, hier. Jetzt darf ich aber nicht mehr sterben. Das ist jetzt kein Trollraum. Das muss man jetzt schaffen. Ansonsten wäre es ja. Was auch immer du hier schaffen willst, aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommt da eine Tür am Ende. Und dann muss ich hier drin auch sterben. Du musst hier drin sterben. Okay, es passiert also nichts mehr. Nö. Oh, okay. Außer, dass du Barb noch ganz lange beim Lupen durch anschauen kannst. Okay. Ja, dann bin ich ja hier trotzdem. Wait, kann ich dann hier noch weiterspielen? Also. Nee, ich kann hier nicht mal hoch. Ich dürfte das Level nicht mal spielen. Nö, du kommst auch nicht mehr zurück, wenn du hier unten bist. Oh, lol. Aber es ist zumindest ein bisschen ansehnlicher als einfach eine unsichtbare Röhre. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Dann ist hier also völlig falsch. Hier ist völlig falsch. Ja, aber dann habe ich jetzt ja fast alle Optionen. Ja, du warst vorhin schon richtig, als du hier reingegangen bist. Also bin ich hier auch noch richtig? Ja. Aber hier nicht mehr? Nö, hier nicht mehr. Also muss ich trotzdem in diese Röhre da links gehen? Ja. Eigentlich voll doof, dass ich dir das jetzt sage. Du musstest es ja selbst erkunden. Ja, aber viel mehr bleibt sonst ja nicht mehr übrig. Aber was habe ich denn dann hier jetzt wieder übersehen, verdammt? Ich meine, ich muss hier ja irgendwie durchkommen nachher. Ah, ich kann nicht wieder. Nee, ich kann nicht zurück. Schade. Oder ist eine von den Röhren die erste vielleicht doch noch eine andere? Nein. Aber das nützt mir ja. Ach, ich bin so blöd. Okay, das nützt mir was. Und gleich findest du einen alten Bekannten wieder. Einen alten Bekannten, Trollraum, der dieses Mal das Ende darstellt. Ach, man musste hier diesmal das... Okay, ich wollte gerade sagen, aber das ist jetzt ja nicht gelöst. Okay, es ist gelöst. Doch, das ist gelöst. Puh, okay. So, das waren jetzt also dann die Level, die alle was komplett Neues hatten. Die zweite Hälfte war hier zwar teilweise so schon vorhanden, aber es ist ja auch einiges geändert worden. Ja, und hier unten sind nur kleine Sachen verändert worden. Kleinere. Ich sag mal mittelmäßig, das andere verglichen mit anderen Sachen sind die hier schon etwas größer, aber keine ganzen Levelabschnitte mehr. Okay. Was aber bedeutet, ich muss trotzdem noch mal fast alle spielen, um an diese Abschnitte zu kommen. Oder teilweise ja. Oh, teilweise ja. Habe ich dir auch irgendwie Midways und so gesetzt, dass du die erste Hälfte überspringen kannst und sowas. Okay, ja, gucken wir mal rein, was wir hier so haben. Möchtest du nicht den Part beenden? Es kommt jetzt halt drauf an, dann könnten wir ja die 6 Level irgendwie, oder so 3 Level in einem Part und nochmal 3 Level in einem anderen Part. Ja, es kommt halt darauf an, wie schnell man jetzt hier hinkommt. Muss ich hier noch viel machen vorher? Weil hier war es im Midway. Ja, es sind 6 Level. Ja, ja, klar. Aber ich meine, vielleicht kann man ja eines davon schon machen. Aber war das auch. Ja, ich würde aber nicht unbedingt mit dem Scrolling-Puzzle-Level anfangen, wenn ich. Das war auch das Puzzle, ja. Oh je. Also. Was hast du hier verändert?
den Part mit der Shell, weil du da statt die Shell ordentlich zu benutzen einfach ein Mitwehr machen konntest. Okay. Gut. Welches von denen geht denn schnell? Geh mal kurz die Level durch. Ich weiß nicht, was hier alles ist. Das hier ist Scrolling. Das hier ist ein Puzzle. Das hier ist ein Puzzle, wo das Scrolling entfernt wurde. Und das hier geht eigentlich schnell. Okay, dann gehen wir da noch rein. Dann lass dich mal treffen und dann spiel mal direkt von der zweiten Hälfte weiter. Okay. Also im Prinzip, Anfang und Ende ist gleich, nur der Mittelteil wurde bearbeitet. Okay. Ah, nee, ich glaube, ich muss. Ja, wieso? Wenn du an den Mond willst, ja. Ansonsten kannst du auch einfach direkt runter. Ach, das ist nur für den Mond. Na gut, dann haben wir jetzt den Mond mitgenommen. Aber wenn das Ende gleich ist, muss ich das Ende ja gar nicht mehr spielen. Korrekt. Ja, gut. Dann ist es jetzt an mir zu erkennen, ab wann es wieder gleich wird. Sonst spiele ich bis zum Ende. Außer du bist so nett und sagst was Neues. Weil ich mit meiner Erinnerung das ist sicherlich nicht erkennen. Also der neue Part beginnt zumindest gleich. Okay. Bin ich denn doof? Das gibt's ja nicht. Nee, nur ungeschickt. Eine schöne Umschreibung. Jetzt. Runter. Ja, das kenne ich noch, meine ich, denke ich. Das sah damals aber anders aus. Echt? Ja, es waren andere Setups. Okay, dann kenne ich es wohl doch nicht. Aber ich dachte ja auch bei VLDC, dass ich das Level von Stevie kenne. Und irgendwie scheinbar habe ich das nie gespielt. Naja. Ich freue mich schon, wenn du mein VLDC 12 Level irgendwann mal spielst, wenn die Compilation fertig ist und dann sagst, das habe ich gespielt, ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Ah, deins habe ich doch schon mal gespielt, oder? Das... Doch, das hast du schon mal gespielt, aber... Es wäre lustig, wenn es dir nicht auffallen würde, wenn du dann mein Level letztendlich spielen würdest. Nee, es ist ein komplettes Level, daran erinnere ich mich dann schon. Aber bei Stevie war es ja so, dass ich gedacht habe, ich habe den blauen Switch schon mal gespielt und ich habe ihn aber scheinbar nicht gespielt. Ja, das war dann wahrscheinlich ein Déjà-vu von einem anderen blauen Switch, den du irgendwann mal in deiner langen SMW-Karriere irgendwann mal gespielt hast. Genau, so denke ich das auch, dass ich da irgendwas Ähnliches einfach mal gesehen habe. Ah, scheiße. Du kannst auch einen der für Throwblocks nutzen, um den Spiny zu töten. Dann wird es nicht ganz so stressig. Ah, ich dachte, ich brauche den vielleicht noch. Das wäre doch gemein. Das wäre ja Kaizo, wenn man das verlangen würde. Brauche ich den echt nicht mehr? Nö. Wenn nur zum Stress, okay, ja gut. Nur um da oben die Landung präziser zu machen. Mehr macht er nicht. Ach so, ja okay. Das ist natürlich gut, dass das der Ersteller dann einem sagt. Denn den hätte ich jetzt definitiv versucht zu behalten. Es wäre dir schon aufgefallen, wenn du ihn nicht mehr hättest behalten können. Das ist richtig. Aber halt erst später, nachdem ich mir die Mühe gemacht hätte, ihn zu behalten. Richtig. Diese Mühe darfst du dir sparen. Sehr gut. Ach, komm schon. Wo sparen Sie denn am meisten in Zeiten dieser horrenden Inflation? Ich habe mir eine sehr benzinsparendere Fahrweise angeeignet. Ich achte da jetzt viel mehr drauf aktuell. Und bin echt erstaunt, wie oft man einfach nur rollen lassen kann, wo ich früher einfach ständig Gas gegeben habe. Und das ist, ich komme jetzt viel weiter, was mich echt wundert. Dass ich vorher scheinbar, das macht wohl tatsächlich einen Unterschied, ja. Dass ich vorher scheinbar echt viel zu viel Benzin verbraucht. Also nicht viel zu viel, aber halt, es macht schon was aus. Ich habe zum ersten Mal eine 700 gesehen bei meinen Gesamtkilometern mit einem Tank. Es wäre fast eine 800 geworden. Ach scheiße, geh weg.
Ja, jetzt habe ich hier. Okay. Oh, tschüss. Nein! Zurückspulen. So, perfekt. Ach, ja, fast. Aber ich kann ja eigentlich, hier kann ich mich ja so ein bisschen. Ach nee, ich muss. Ich glaube, jetzt ist schon versaut, ne? Weil man da nicht mehr hochkommt. Also, es geht vielleicht, aber das wäre schwieriger als der geplante Weg. Ja, leichter geht's halt von dem anderen Block aus rüber direkt. Leichter geht's, wenn du einfach den blauen Block nimmst, den du in der Hand hast und den dagegen haust. Oh shit. Ach so. Ach so. Ja, lol. Aua. Ja, so einfach kann das nämlich sein. Dann ist der Kollege hier auch nur zum Nerven. Ja, der Kollege ist halt vor allem da, wenn du zu lange brauchst, dann kommst du halt nicht weiter. Ah. Weil der dann zumacht. Wir sind am Ende. Ja, wahrscheinlich auch mit dem Part. Aber wie hätte ich denn jetzt... Ich muss einfach noch schneller sein, oder wie? Nö, ausweichen. Aber das hast du ja schon mal gemacht. Ich bin so ein Trottel. Dann musste man... Aber ich kann mich an den Teil zum Beispiel schon wieder nicht mehr erinnern, ne? Ja, ah, du doch. Hast ja viele andere doch, wichtige doch, Dinge ja, in der ja, Zwischenzeit ja. erlebt. Und jetzt habe ich ja... Das Ziel war ja, ihn hier runterzubringen. Ich bin... Ja. Und jetzt muss ich irgendwie noch... Wie ging das denn jetzt weiter hier? Einfach links gegen die Blöcke laufen. Und den Chuck am Leben lassen. Und dann vielleicht nicht mit ihm in den Abgrund runtersegeln. Ich darf das ja klein machen, stimmt. Ich muss ja nicht groß bleiben. Okay, sehr schön. Ja, das ging tatsächlich schnell. Gut. Dann gucken wir uns im nächsten Part noch die anderen 5 an. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss.